Willkommen zurück, Zelda-Freunde, zu The Legend of Zelda Link's Awakening. Im letzten Part haben wir den dritten Dungeon abgeschlossen und die Pegasus-Stiefel bekommen. Mit denen können wir jetzt rennen und damit auch Apfelbäume anrempeln. Dann isst Link den Apfel und kriegt ein Herz zurück. Sehr, sehr hilfreich. Na komm schon, ja. Okay, ich würde sagen, wir gehen erstmal nach Möwendorf zurück. Denn hier können wir jetzt auf jeden Fall mal Hühner verprügeln. Genau das wollte ich natürlich nicht. Was machst du denn jetzt hier? Marien? Sie sitzt manchmal für Stunden am Meer und starrt in die Ferne. Frag mich nicht warum. Ich bin nur ein Kind. Ja, ich merke schon ihr. Oh, ich hab den. Ich mach mich hier nicht sehr beliebt. Egal. In der Bücher... Moment mal. Doch, in der Bücherei ist ein Buch oben auf dem Schrank. Das können wir runterholen. Die versteckte Macht der Farben. Willst du das Buch lesen? Ja. Die bunte Welt verborgen unter 5 Grabsteinen. Okay. 3 nach oben, 4 nach rechts, 5 nach oben, 2 nach links, 1 nach unten. Setze alle deine Kraft ein, öffne einen neuen Weg. Wer auserwählt ist, erhält die Macht über die Farbe. Wie wohl die bunte Welt aussehen mag. Ja, ich denke, da geht es um den Farbschrein, der in Link's Awakening Deluxe für den Game Boy Color vorkam. Aber noch nicht im Original. Aber dass wir jetzt diese Äpfel bekommen können, das ist echt sehr hilfreich. Ja, ich habe jetzt leider keine Bomben dabei, das ist ein bisschen doof. Ich weiß auch gar nicht genau, was ich jetzt machen möchte. Mal gucken, irgendwas wird mir schon einfallen. Notfalls kann man ja immer noch Hühner verprügeln, bis man dann von den Hühnern zurückgefoltert wird. Ne, fragen wir einfach mal Ulrira. Ja, hier Ulrira. In der Durstwüste, welche im Südosten der Insel liegt, wirst du etwas finden, was man den Wunderschlüssel nennt. Muss ich noch deutlicher werden. Tschüss. Also hier. Mhm. Ein ganz schön weiter Weg. Und wie gehe ich da am besten hin? Ich kann hier drüber springen. Aber ich würde ganz gerne nochmal zum Strand gehen. Und ich will mir erstmal wieder Bomben. Wie mache ich das denn immer? Ich finde es zwar cool, dass er sich wehrt. Aber nicht cool, dass er sich wehren muss, weil ich so gemein bin. Naja. Erstmal will ich Bomben kaufen. Den Bogen kann man jetzt auch kaufen. Ja, super. Dann kaufe ich den Bogen. Irgendwann. Denn 980 Rubine habe ich gerade nicht am Start. Wir können aber auch noch einmal kurz Minispiel spielen. Da habe ich jetzt gerade auch ein bisschen Lust drauf. Was gibt's denn zu holen? Die Gumba-Figur. Wunderkran, ein Spiel, 10 Rubine. Mit den Knöpfen bewegst du den Kram, bla bla bla, weiß ich doch. Ja. Das wird schwer, den Goomba zu bekommen. Oh, das ist aber richtig fies. Ernsthaft? Wie soll ich das denn timen? Na gut, es geht eigentlich, wenn ich... Aber wenn ich ganz nach hinten gehe. Schnell! Nee, der braucht so ewig. Jetzt greift er erst zu. Das ist schon heftig. Na gut, ich mach noch ein Spiel, damit ich das Geld zurückkriege. Das war nicht ganz so gut. Aber wir kriegen den violetten Rubin. Mhm. Ja, er kommt nicht mehr raus. Dann habe ich wenigstens noch ein bisschen Gewinn gemacht. Wenn es nur 20 Rubine sind.
Aber, boah, das mit dem Goomba da oben, das wird schon eine Herausforderung. Da habe ich gerade gar nicht den Nerv zu. Das kommt also wann anders. Na gut. Dann ich zu Oma. Ja. Ich gehe jetzt zum Strand. Ich habe Lust auf den Strand. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwas machen können, aber man kann ja zumindest mal gucken. Oh, schöne Musik, ey. Die Dinger kann man auf jeden Fall nicht hochheben. So. Denn hier haben wir auf jeden Fall erstmal ein Geheimnis. Okay. Hallo? Immer zu Hause? Wir sind nach dem, nach dem Haus von dem Krokodil aus. Gut, hier oben sind die Serfe. Ah ja. Auch hier ist etwas, das wir jetzt erreichen können. Nämlich noch ein 50er. Sehr schön. Hier unten dürfte noch nichts mehr sein. Genau. Okay, aber dann gehen wir jetzt hier hoch. Und in dieses Gebiet. Die Zwergenbucht. Und hier ist auch gleich ein Haus. Ein wenig verlassen. Naja. Wow, und eine Zaubermuschel, die jetzt sehr gut versteckt war. Ah! Naja, tief kann ich ja nicht fallen. Nicht gut gehen, aber... ich mach's trotzdem. Eine der Schranktüren hängt nicht mehr an ihren Angeln. Der Schrank wurde schon eine ganze Weile nicht mehr benutzt. Ein sehr interessanter Ort, an dem ich aber, glaube ich, noch nichts wirklich erreichen kann. Naja, wahrscheinlich storybedingt irgendwann mal wichtig. Gut, da komme ich aber rüber. Ja, ich habe die Feder aktiviert. Okay. So, was haben wir denn hier? Oh, was für eine seltsame Energie. Schau dir das doch mal an. Ja gut, das ist jetzt eine Teleporter-Einrichtung, mit der ich jetzt zu Hungersteppe komme. Eigentlich ziemlich wichtig. Und dann sind hier Flussoras. Ja gut. Dem würde ich jetzt erstmal noch aus dem Weg gehen. Und hier ist noch eine Zaubermuschel. Wow. Da ist ein Herzteil im Wasser. So, ich habe ja gesagt, ich will das jetzt auch mal markieren. Und die Erinnerungen. Pin, genau. So. Ja, da komme ich jetzt nicht drüber. Ah doch, da komme ich drüber. Muss zwar mal kurz Schaden nehmen, aber naja, sei es drum. Aber ich komme noch nicht weiter, weil ich noch nicht schwimmen kann. Ja, okay, dann war schön hier gewesen zu sein. Wir haben ja immerhin den Teleporter aktiviert. Und ich sehe, da oben geht es eigentlich noch weiter, oder? Wieso hau ich den denn? Ah ja, hier war ich aber schon. Genau. Dann, lohnt es sich hier durchzugehen? Ich glaube eher nicht. Wie gesagt, hier war ich schon. Andererseits. Kann ich mich hier schön verprügeln lassen. Mann. Nein, was ich meinte ist,
Hier ist eine Bombe, ganz hilfreich. Komm ich damit wieder nach draußen? Nicht ganz. Aber nach oben. Aber nicht so hoch, wie ich eigentlich wollte. Weg. Hau du auch mal ab. Dann hier rüber. Jetzt. Das geht nicht. Okay. So. Ja, ich vermute, hier kann man irgendwo graben und findet eine Zaubermuschel wahrscheinlich. Egal. Geheimnisse der nahen Erde. Ach so. Ja. Eine weitere Zaubermuschel. Hier oben ist sonst, glaube ich, nichts mehr. Hier kann nichts mehr sein, soll es auch komisch. Ne, aber scheinbar ist hier wirklich nichts mehr. Okay. Auch nicht. Gut, ich muss auch eigentlich nur hier runterspringen. Ja, sogar noch ein Wirbelwind, sag ich schon. Nee, ein... Wie nennt man das denn? Ein Whirlpool, ein, ich kenn das deutsche Wort nicht. Oh, danke. Da hat mir ein Gegner jetzt aber geholfen, die Welt zu entdecken. Aber das ist kein tiefes Wasser, okay. Da ist zwar tiefes Wasser mit einem Herzteil, was ich auch markieren möchte. Ah ja, und hier komme ich jetzt durch. Dann hier hoch. Und das... Na, also jetzt gerade stelle ich mich auch wirklich dumm an. Und die Eule kommt, okay. Zwei Schreine. Einer im Norden von hier und der andere im Süden. Gehe erst nach Süden, wo die alten Ruinen vom Windfisch erzählen. Die Reise lohnt sich bestimmt. Danke für den Tipp. Also erst nach Süden, ich halte mich dran. Wo ich hier eigentlich doch weiter käme. Und sogar einen Teil der Macht erhalten. Oha. Noch eine Fee. Öffnet der Windfisch nicht die Augen, bleibt der Held auf dieser Insel. Ja gut, diese Eulenstatue war jetzt sehr unnötig, aber... Was soll ich machen? Alte Ruinen. Oh, verdammt. Kann man die nicht besiegen? Ehrlich gesagt schon, dass man die besiegen kann. Aber vielleicht jetzt noch nicht. Oder dafür eine besondere Waffe, das kann auch sein. So. Noch, lass mich doch in Ruhe. Oh, wieso bin ich denn so schlecht? Ich muss auch gar nicht hier hin. Ich muss eigentlich wo ganz anders hin.
mich zur Wüste, wenn ich nur wüsste, wo die wäre. Hier bin ich auf, nee, da oben geht's noch weiter. Und die Dungeons sind sowieso abgeschlossen. Das heißt, jetzt hier den Dungeon zu erreichen, das bringt mir gar nichts. Oder doch nicht abgeschlossen. Kann ich da wirklich schon rein? Das ist aber kein Dungeon. Noch nicht. Und ich krieg schon mal Pfeile, auch wenn ich noch keinen Bogen habe. Ich werde sterben. Oh, was mache ich jetzt? Ich muss natürlich springen, wenn er stampft. Aber gegen den kann ich auch gar nichts machen. Nee, kann ich nicht. Warum kann ich nicht weglaufen? Ernsthaft, habe ich mich jetzt hier wirklich so... Es kann nicht sein, dass ich hier nicht wegkomme. Wow. Ich meine, ich werde wiederbelebt, aber das macht ja nicht besser. Ich komme ja nicht hier weg. Ich glaube, gegen den brauche ich einfach Pfeile. Na, dann markiere ich das schon, zumindest schon mal als Gefahr. Natürlich auch die Bomben ausprobieren. Mit denen ich mich vor allem selber sprengen kann. Das ist ja auch nicht schlecht. Aber nein, die, die machen dem gar nichts. Das wäre noch eine Möglichkeit, aber ich glaube, ich bin jetzt tot. Ja. Okay, dann war das jetzt nicht sehr erfolgreich. Mein zweiter Game Over. Die bleiben auch noch immer gespeichert. Das ist so furchtbar. Die stehen einfach... Wenn es hier Pfeile gibt, dann muss ich hier wohl tatsächlich mit Pfeilen, mit Pfeil und Bogen zu dem Gegner hin. Okay, naja. Ich würde ganz gerne noch die Wüste erreichen. Gerade war echt nervig. Also, ich fand es auch ein bisschen unfair. Aber, ja gut, ich bin ja hier. Ich wusste, dass ich hier noch nicht hin sollte. Also bin ich wohl auch einfach selber schuld. Trotzdem, ja, nicht ganz so geil. So, schnell weg hier. Und nach da oben will ich ja sowieso noch gar nicht, also... Suche ich mir jetzt hier nach Süden den Weg. Und da liegt ein Herzteil, einfach so.
Nase. Ah, Karnickel, tut mir leid. Ach ja, an so einem Tag könnte ich ein Lied von Marien vertragen. Jetzt hier im Hasendorf, oder was? Ja, dann erkunden wir das erstmal. Hallo? Christine. Und nicht gelernt, wie man sich bei einer Dame benimmt, oder? Wer mir nicht einmal Blumen oder so mitbringt, mit dem rede ich gar nicht erst. Über einen Hibiskus würde ich mich schon freuen. Okay. Zerstöre ich halt dein Haus, wenn du so gemein zu mir bist. So. Sie möchte einen Hibiskus, das heißt, das ist irgendeine Tauschaufgabe, die wir aber noch nicht haben. Ja, wusstest du schon, dass Zoodorf und Möwendorf Partnerstädte sind? Naja, Städte ist vielleicht etwas übertrieben. Naja, weiß ich auch, dass es in Möwendorf einen Traumschrei mit einem Geheimnis geben soll. Ob das wohl stimmt? Mal gucken. Wen haben wir hier? Aber niemanden. Aber derjenige, der hier wohnt, steht wohl auf Soras. Oder ist selber ein Sora. Naja, warum nicht? So, noch in dieses Haus. Die Durstwüste? Ja, im Süden ist ein Weg, der in die Wüste führt. Aber solange das faule Wal aus diesem Weg versperrt, kommst du wohl nicht in die Wüste. Naja, also da wird es nicht so einfach hinzukommen. Wird nicht so einfach hinzukommen sein. Ja, so ist, glaube ich, besser. Naja, gut. Und dieses Haus, das ist besonders, das habe ich mir bis zum letzten aufbewahrt. Ah, Krokodil. Und ein Nilpferd. Ich bin das Hippo-Model, hau doch ab. Krokodilius, richtig gesehen, ich bin Krokodilius. Die nächste Statue in der Bucht ist eines meiner Meisterstücke. Leider ist sie nicht vollendet, aber du scheinst mir nicht besonders kunstinteressiert. Ja, geht so. Bin ich tatsächlich nicht. Also Kunst interessiert mich tatsächlich wenig. Naja. Wegen all dieser Monster komme ich nicht nach Möwendorf. Hoffentlich geht es Marien gut. Ihr schon, ihr mögt Marien wohl sehr. Ja, kann ich verstehen. Sie ist ja sehr nett. Sie hat uns ja auch gerettet. Okay. Hi. Ja. Ist das etwa eine Honigwabe, die du da hast? Genau, so eine bräuchte ich. Würdest du gegen eine Ananas tauschen? Na klar. So, aber wer möchte die Ananas? Das ist die Frage. Nun, dieses Tier schläft schon ewig da unten im Süden des Dorfes und versperrt den Weg in die Durstwüste. Aber hey, vielleicht kann die kleine Marine es ja mit einem Lied aufwecken. Wahrscheinlich ist das die Lösung. Ah, okay. Ja, ich würde trotzdem mal gerne vorbeigucken. Dann würde ich ganz gerne einen Weg finden. Zu dem Herzteil. Da ist nochmal eine Teleporter-Plattform. Grüne Äpfel, was machen die denn? Einen grünen Apfel erhalten. Die füllen Herzen besonders gut auf. Oh, wow. War echt gut. Eingang zur Durstwüste. Oh, das Walross sieht anders aus, als ich erwartet habe. Bisschen nackiger. Ja, und natürlich, den Teleporter aktiviere ich nicht. Wobei, nee, ich hole erst das Herzteil. Da noch rein. Okay. Oh, Link, ey. So. Dann haben wir hier noch einen Raum mit Fledermäusen. Und Ekel. Aber das ist nur der Rückweg, deswegen war es auch so schwer, hier hinzukommen. Wegzukommen ist einfach, aber der Käfer versperrt einem einfach den Hinweg. Wo ich dahin sollte, weiß ich überhaupt nicht. Und da komme ich noch nicht weiter, okay. Also das hier war im Großen und Ganzen schon eher unnütz für uns gerade. Aber naja, ein Herzteil kriegen wir auf jeden Fall. Haben wir, glaube ich, drei.
Eins würde ich also ganz gerne noch irgendwie kriegen. Ich glaube, ich weiß sogar noch, wo eins wäre, das ich bekommen könnte. Aber ist nicht so wichtig. Ja klar, der Busch wirft mich natürlich zurück. Ist absolut einleuchtend. So. Ja, dann zur... Das hier könnte ich noch erkunden. Bevor ich zur Urunga-Steppe gehe, um dann nach Möwendorf zu gehen. Ja, ich weiß nicht, ob die Pegasus-Stiefel so gut sind, um sich fortzubewegen. Wahrscheinlich eher nicht. Weiteres Telefonhäuschen. Oh, ich hasse euch. Was soll ich denn damit machen? Hm. Noch eine Eulenstatue. Unter Brücken Geheimnisse lange bleiben. Auch das kennt man schon aus. Link's Awakening. Das, ja, Brückenorte sind, an denen man ganz gerne mal vorbeischauen sollte. Denn da ist gerne mal was versteckt. Oh, was? So? Okay. Nee, das geht nicht, da kann man nicht drüber springen. Dann braucht man da den Enterhaken für, deswegen sind auch die Kisten, alles klar. Okay, Leute, dann würde ich sagen, war's das für diesen Part. War jetzt alles eher ein bisschen, naja. Haben nicht sehr viel erreicht, hatten auch einen richtig dummen Fail, der mich auch sehr aufregt. Wird auch irgendwie nicht besser gerade. Aber im nächsten Part werden wir dann in die Durstwüste gehen und ja, weiter gucken. Irgendwie machen wir dann schon unseren Fortschritt und sind dann hoffentlich auch ganz zufrieden. Naja, bis dahin auf jeden Fall, wie immer, alles Gute.